Da haben wir eben gedrückt. Aha. Und ein paar stärkere Gegner. Also, relativ. Ne? 12.700 Gold und Kisten und was weiß ich. Ugh. Billige Kettenrüstung. Also ja, wir bekommen hier Loot. Frage ist halt nur, ob wir das alles mitnehmen wollen. Was haben wir für Fässer? Glück. Fässer ist schon mal immer super. Rote Flüssigkeit ist für dich. Leer ist für niemanden. Leer, leer. Billige Schuhe. Teurer Ring. Rot ist für dich. Obwohl Mürren zwischendurch auch ruhig mal Stärke bekommen könnte. Oh, ein Veteran. Ja, schon einen Zacken härter als dieser Riffraff, der hier vorher rumgelaufen ist. Genau ihr. Oh, Kisten. Ich mag Kisten. Eine Axt. Endlich eine Axt. Aber sie ist wahrscheinlich nicht so gut wie sein Schwert. Ich weiß nicht. Das kann weg. Aha. Das kann weg. So. Wir müssen ein ernstes Wörtchen reden mit Mürrim. Und wahrscheinlich... Ja, mit wem noch? Gerugon? Ja, ich glaube Gerugon. Gerugon wird unsere neue Kräuterhexe. Ob er das will oder nicht. Weil er hat bisher nur die Questgegenstände. Ja, es geht nicht auf, ne? Alle brauchen Platz. Das ist echt ein Problem. Also, weil sie braucht Platz zum Verzaubern. Verzaubern ist sehr, sehr wichtig, weil das eine gute Einnahmequelle ist und wir so gute Ausrüstung bekommen. Also ja, sie braucht Platz, damit sie Sachen hat zum Infizieren. Also wenn wir jetzt drei Rüstungen finden und sie alle identifizieren wollen, dann schmeißen wir sie einfach alle zu Talana. Wenn sie jetzt aber überall Kräuter hätte, hätte sie gar keinen Platz für drei Rüstungen. Dann müssten wir eine Rüstung identifizieren, rüberschmeißen, die nächste Rüstung rüberziehen, identifizieren, rüberwerfen und so weiter. Das wäre also auch zeitaufwendig. Und sie braucht den Platz zum Verkaufen. Hat also auch keinen Platz für. Hm? Ja, es... Weiß ich nicht wirklich. So, den ganzen Schmuck könnten wir eigentlich hier lassen, weil das ist nichts wert. Also diese Standard-Rüstungsdinger da. Ja, müssen wir uns mit Schickkopf kriegen lassen. Ich hab's. Eine leere Kiste? Das hatten wir doch schon mal. Nein! Aha. Ich dachte, das wird wieder so ein verfluchter Dungeon. Aha. Das muss echt nicht sein. Ich weiß nicht. Weg. Ich weiß es nicht. Weg, weg. Noch eine schöne Sache hier ist, wir können jederzeit nach Silver Cove springen. Das ist nicht wirklich weit weg. Also porten wir einfach nach Silver Cove und laufen wieder hierher. Wow, was bist du? Todesritter. Das klingt nicht gut. Inferno. Kraftheilung. Warte, dreh ich mal ordentlich so. Inferno. Ganzen Kleinkram weg. Okay, ist das jetzt eine scharfe Wendung von irgendwelchen Banditen zu Veteranen zu Todesrittern? Auch wenn der ganz schön klein ist im Vergleich zu den Jungs da, aber hm. So, weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Bleibst nur noch du. Du wirst schon von Klerikalen gezaubern getroffen. Du wirst von Luftzaubern getroffen, du wirst von Feuerzaubern getroffen. Sogar sehr gut. Okay, also sie sind machbar. Oh. Was ist mit Gerugon los? Ich glaube, der ist verängstigt. Jo, ängstlich. Weg. 513 Gold. Oh. Schicksalsritter. Du. Furcht verjagen.
Du komm bitte mal hier rein, wir wollen dich töten. So. Ah, hält schon ein bisschen mehr aus. Der Luftmagie macht nicht so viel Schaden bei ihm. Oder ist aber nur Pech gewesen? Oh, nächster, aber das ist ein kleiner. Ich glaube, ich greife lieber an mit ihr. Ja, oh. Speerangriff macht gleich wesentlich mehr Schaden als der Luftzauber. So, weg, 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 weg. Wow, okay. Was bei dir mit dem Blitzstrahl? Nee, bei ihm macht er mehr Schaden. So, komm, weg, weg. Nicht weglaufen, ich muss dich töten. Oh, oh, okay. Rückzug, 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 Rückzug. Du, wir würden gerne nach Silverkauf. Okay. So viel dazu. Oh, das ist ein schön einfacher Dungeon. Da können wir einfach so durchrennen. Hm? Nix da. Das waren nur die ersten 10 Schritte. Wir müssen schlafen. So, 6 Uhr morgens, 9 Uhr morgens. Wie geht's? Wie geht's? Ramsch verkaufen. Ist denn? Ramsch umschichten. Verzaubern. Geschwindigkeit und Geschicklichkeit weg. Das kann alles verzaubert werden. Okay, gucken wir uns währenddessen um. Hufeisen? Keine Hufeisen. Zauberpunkte plus 10. Macht jetzt nicht mehr so wirklich viel aus, oder? Wie viele Zauberpunkte hast du? Ja, 266. Kann verkauft werden. Also suche einen Ramschhändler, bitte. Und unterwegs verzaubern wir immer nach und nach den Rest. Da war ein Tempel, hier war ein Lehrer. Da war die komische Oberdruidin. Koch, Zaubermeister. Hallo, wie geht's? Für alle Charaktere 4 Punkte Bonus auf alle Zauberspruchfähigkeiten. Ja, die hätten wir eigentlich ganz gerne. Aber momentan brauchen wir Gold. Wir brauchen viel Gold. Da können wir uns sowas einfach nicht leisten. Also ne, die kommen später. Noch ein Zaubermeister. Noch ein Zaubermeister. Die wollen uns hier wirklich aufdrängen, glaube ich. Spurensucher, nein. Oh, hier sind wir richtig. Weg, weg. So, ich glaube, jetzt haben wir alles. Rüstungsklasse plus 6 kann weg. Zauberpunkte plus 9 kann weg. Glück plus 7 kann weg. Geschick plus 11, den sollten wir behalten, weil es gab bestimmte Aufstufungen zum Meisterrang, wo man Geschicklichkeit brauchte. Und keiner hatte Geschicklichkeit. Also, Zauberpunkte plus 8 kann weg, Geschicklichkeit dafür hin. So, Tränke ein bisschen umschichten, damit hier Platz ist. So. Axt. Was für ein Schwert hast du? 11? 2d4 plus 11. 4d2 plus 8. Nee, das ist einfach nicht gut genug. Tut mir leid, Gerugon. Du kriegst immer noch keine Axt. So. Weg, 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 weg. 27.000. Verzaubern. Komische Axt. Verdoppelt Schaden gegen Drachen. Ja, nö, nö. Verkaufen. Wert 800. Wir kriegen 696. Ist schon eher am Originalwert dran. Dauert trotzdem noch. So, euch hatten wir schon mal angeguckt, ne? Ja. Ich hätte gern Ratgeber. Hallo. Diplomatiefähigkeiten. Ich komme, geh weg. Also, was hätten wir jetzt gerne an Zaubern? Und an Aufstufung und so weiter? Ich hätte gerne Luft. Meister. Mist. Hier war ein Meisterlehrer für Elementarmagie.
Ich weiß nicht, ob sie auch welche für Luft hatten, aber das müssen wir gucken. Hallo? Meister Meditation. Hallo? Meister der Wassermagie. Schön, dass du da Meister bist. Luftmagie. 4000 okay. Gold. Sehr gut. Was brauchen wir noch? Meditation waren alle Meister. Körper kann sie noch nicht, glaube ich. Schatten können wir erst, wenn wir richtig schlechten Ruf haben. Und wir haben gerade richtig guten Ruf, hoffe ich zumindest. Glorreich. Ich glaube, wir müssen noch höher. Wir müssen engelsgleich oder so sein für Licht. Nee, wir können das Gold ausgeben für Stufenanstiege. Axtexperte. Ja, Oh, Händler. Hallo, wie geht's? Für alle Charaktere 4 Punkte auf Handelsfähigkeiten. Stopp. Du bist ein Unterhändler. Da steht nicht plus 4 oder so hinter. Ah, ich weiß nicht, ob die stacken. Ich glaube, den nehme ich lieber nicht. Ich nehme lieber irgendjemanden, der dafür sorgt, dass wir mehr Gold finden. Windmeister. Lehrling, Pferdezüchter, nee. Seemann, Seemann. Betrüger. Nee, der ist nicht gut für unseren Ruf. Hallo. Schön, dass du da bist. Experte am Stab, nein. Taverne. Schön, dass du da bist. Was war das? Schön, dass du Experte da des Speers bist du schon. Du willst später Meister werden, was dauert noch? Seemann, knappe Angestellter, nee. Schön, dass du da bist. Experte in Lederrüstung bist du schon. Schön, dass du da Experte bist. Experte der Reparatur werdet ihr erst in ein paar Stufen. Und das war's auch schon mit NPCs. Ja, gut. Also, ich will unbedingt Axt haben. Und ich will Panzermeister. War bei Burg Temper irgendwo. Temper war Freehaven, oder? Fliegen wir mal kurz hin. Freehaven? Weil da gab es auch Häuser auf der Burg selber. Und da können wir mal gucken. Fliegen. So. Also, Burg Temper. Müsste gleich auftauchen vor uns. Dann gucken wir erstmal, ob es Temper ist oder nicht. Sir Osric Temper, Marquis von Bla. Halt, wer ist da? Lord Osric Temper, der erste Ritter. Mhm. Gut, Thronsaal. Thronsaal wollen wir nicht. Wir wollen zu den Häusern. Hier. Warnhäuser? Haus. Hallo. Meister der Panzerrüstung für 0 Gold. Ja. Ja! Sehr schön. Das war's auch. Okay. So, aber endlich hat Girogon was bekommen, was er haben wollte. Das hat ganz schön lang gedauert. Das nächste wäre halt Axt. Axt-Experte. Ich glaube, ich will euch das nicht antun, jetzt jedes Haus nochmal durchzugehen. Deswegen gibt es einen kleinen Zeitraffer und ich melde mich wieder, wenn ich den Axtexperten gefunden habe. Das heißt, der Plan ist, ich gehe jetzt durch jedes Haus in Freehaven nochmal durch. Wenn ich hier keinen finde, gehe ich wohin? Blackshire waren wir schon, Whitecap waren wir schon. Ja, wenn ich es hier nicht finde, dann vielleicht zum Hof der Verdammten. Oh, obwohl, das kann ich einfach mit euch zusammen machen. Sumpf der Verdammten haben wir uns noch gar nicht angeguckt, die Stadt. Da habe ich auch keine Skrupel mit euch zusammen an 20 Türen zu klopfen. Es sind schließlich 20 neue Türen. Oder so ähnlich. Also ja, Sumpf der Verdammten ist im Süden. Da können wir hinflitzen. Ich lasse mich schon wieder ablenken, ne? Nein, nein, tue ich nicht. Das ist alles eine geplante Ablenkung. Also wir haben einen Dungeon gefunden. Der ist machbar, der bringt sehr viel Geld. Hier sind ganz viele Untote. Also wir haben einen Dungeon gefunden, der ist machbar, der bringt viel Geld. Wir müssten halt jetzt nur gerade ein bisschen Beute verkaufen und das Gold sinnvoll einsetzen.